haben wir das besagte Fahrzeug von gerade. Das ist natürlich ein geiler Wagen, ne? E46 und dann V10 Sauger drin. Geiles Auto, ja. Ja, ich habe schon gesagt, das Auto ist nicht unbekannt hier, ne? Das kennt jeder, ne? Ein Traumwagen hier, ne? Danke, danke. Jetzt hat er auch Leistung, ne? Ja. Klang ist schön, ne? Ja. Toll. Ja, danke. Und da geht ja Vollgas auf Autobahn richtig Tempo, ne? Ja. Das ist super. Ja. Super Auto. Ja. Ja, ist gerade direkt hier der V4 abgeflogen. Das war es dann wohl. Ja, jetzt mache ich natürlich hier doppelt gelb. Eigentlich musste hier eine Code 60 schon hinmachen. Genau. Jetzt sind wir Touristenfahren. 18.35 Uhr und es hat wieder geregnet. Boah, der hat aber schon mal einen Ausflug hier heute gemacht, beziehungsweise ist mal gut durch die Wiese gepflügt. Ja, so richtig voll ist es nicht natürlich hier beim Regen, aber einige trauen sich dann doch immer zu fahren. Ja, Strecke ist schön leer. Fahrbahntemperatur 21 Grad mittlerweile. Es war eben bei der RCN auf jeden Fall mal trocken und auch gut heiß. Jetzt hat es sich ganz schön wieder abgekühlt hier. Ja. Ja, Polestar. Den Ringmini von Achim Korden. Ja, der lässt jetzt gut gehen im Regen. Ich glaube, da sind wenige, die schneller sind jetzt. Das ist jetzt ein Einser, ne?
Ja, da vorne steht das ehemalige Ringfreaks Clio-Fahrzeug. Ja, schade. Schöner Wagen. Der tut es gut, ja. Da hinten haben wir auch noch ein paar Mietfahrzeuge. Eigentlich alle. Ja, dann schauen wir mal, was hier gerade aktuell auf dem Platz steht. Die schöne Corvette C7. Ja, da haben wir auch einen Honda S2000. Das ist ja auch mal was Besonderes hier. Ja, den sieht man auch nicht alle Tage. Vorsicht! Kommt noch ein Civic Type R. Hier haben wir auch noch ein Teilnehmerfahrzeug aus der GLP. Ja, und hier haben wir einen richtig coolen Fahrer. Ja, geil. Geil. Schönes Auto. Gute Baureihe, damals EP9. Und das ist das Shitcar des Tages. Er hat auch guten Luftdruck vorne noch drin. Das ist auch unglaublich, Alter. Geil. Ja, daneben haben wir den Chevrolet Matiz, der ist auch eben gefahren. Ja, verrückt. Also es gibt schon bekloppte Leute hier, ne? Und hier haben wir einen Nissan 200 SX. Sieht geil aus, Kombination, Farbe und Felgen. Ja, und es ist wirklich da ein richtiger Hype auf die Autos aktuell. Die Preise gehen ja durch die Decke. Ja, auf jeden Fall cooles Auto. Ja, das hat damals hier in Deutschland einfach keine Lobby gehabt. Und so ein Fahrzeug hier, das fährt echt nicht verkehrt. Und ist irgendwo auch einfach cool, Leute. Also genau das Gegenteil von Elektromobilität. Also sehr cooles Auto, ne? Ja, die haben gerade noch mal versucht, die wissen das einfach nicht. Die wollten gerade noch mal auf die Strecke. Wir haben jetzt Viertel vor, aber Viertel vor ist zu und ist Feierabend jetzt, ne? Ja, keine Chance mehr auf eine Runde hier, ne? Ja, von daher, jetzt geht es für uns auch hier ab in die Pension und dann warten wir auf Sonntag 8 Uhr. Da werden wir auch noch mal auf die Strecke gehen und dann gibt es hier noch ein paar Touristenfahrtenrunden in trockenem Wetter dann mal. Ja, der muss ihm jetzt erstmal erklären, warum er nicht mehr auf die Piste kommt. Ne? Was geht ab, meine Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht, die Autos hier, die haben noch so ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Straße trocknet aber ab. Herrlicher Sonnenschein, also ganz anders als gestern in der GLP. Und damit herzlich willkommen zu Touristenfahrten am 4.9.2022. Die Autos werden jetzt gleich mal fertig gemacht und dann geht es auf die Strecke. Noch ist es auch wirklich ruhig hier. Ja, ich glaube seit 10 Minuten ist jetzt hier offen. Wir haben jetzt 10 nach 8. Dann schauen wir mal, was hier heute so los ist. Ja, Luftdruck haben wir gemacht. Jetzt räume ich noch ein paar Utensilien hier von gestern aus. Und dann geht es tatsächlich mal auf die Landstraße, ein bisschen Auto warm fahren. Ja, alle Autos hier haben mal ein bisschen Luft aufgefüllt bekommen. Über Nacht wurde es doch kalt hier und dann ist es ganz gut abgesackt. Ja, und jetzt geht es mal zum Warmfahren und ab auf die Strecke. Schaut euch mal die Nebelfront an, in die wir jetzt hier reinfahren. Das ist schon krass, ne? Ja, Auto ist gut nass, wie man hier sieht. Wir sind jetzt dabei, das Ganze mal ein bisschen trocken zu machen hier und Öl auf Temperatur zu bringen. Hier haben wir die Döttinger Höhe neben uns. Ja, Sonnenschein. Ich hoffe also, dass der Asphalt schnell abtrocknen wird jetzt. Ja, von daher wird schon alles gut werden hier in der schönen Eifel. Ja, noch ist hier Ruhe in Nürburgring. Hinten gegenüber der Touristeneinfahrt am Aschenplatz, da standen schon ein paar, heute viele Engländer und Niederländer hier. Jetzt fahren wir mal hier an der Bundesstraße vorbei, können wir ein bisschen zügiger fahren und kriegen mal noch die letzten Tropfen hier vom Wagen weg und die Bremse ein bisschen auf Temperatur, also die auch schon mal was einbremsen. Ja, herrlich hier, ist einfach herrlich. Kurzurlaub in der Eifel. Ja, beim Retterrad treffen sich schon die ersten Porsche-Fahrer hier. Warten alle
drauf, dass jetzt mal aufmacht. Also gerade an der B258 haben wir schon noch ein bisschen Nassnässe gehabt. Das heißt, an den dunklen Stellen hier auf der Nordschleife wird es noch klamm sein. Ja. Auch geil hier. Schön der Opel. Ja, hier kommen schon einige. Schon unsere Freunde von den Hyundai i30 N-Taxen kriegen gleich wieder Zunder hier. Ja, Nordschleife, ob das schon aufmacht, ich glaube es noch nicht, aber die Taxen, die dürfen jetzt auf jeden Fall rein. Ich habe da vorne auch schon so ein Gatsby-Taxi gesehen. Ja, final haben wir jetzt 5 nach 10. Nordschleife war wegen Nebel die ganze Zeit gesperrt und jetzt geht's rauf zur ersten Runde mit einem neuen Auto, Renault Megane RS Track Tool. Ich bin mal gespannt, wie sich das Auto so macht. Bisher hat er eine Runde Nordschleife jetzt mal gesehen am Freitag. Hier ist schon ganz gut voll jetzt, also mit der ganz frühen Stunde auf die Strecke, das ist dann nicht so, wie wir es geplant hatten. Ja, dann schauen wir mal, was sich jetzt hier so tut. Ein oder andere Auto steht hier auch schon auf dem Parkplatz. Ja, von daher. Gib noch ein schönes Foto bei Racetracker bei der Autos. Rechts darfst du ja nicht, leider. Da kannst du auch von außen, der lässt uns nicht vorbei. Eben ne? Nach gut ist. Auto. Fährt echt gut. Das zweite Mal gefahren, ne? Ja. Ja, und Reifen hat ja auch richtig gut. Ne? Drei. Perfekt. Ein und Attacke. Ist aber alles kein langsamer Konvoi. Ah, vor uns haben wir ein M3 E46. Das Auto ist bekannt. Aus dem niederländischen Fernsehen, da ist ein V10 drin. Also der M3, der da gerade um die Ecke fährt, das hat mal richtig Qualm, über 500 PS. Ja, beide auch mit Helm. Die sind ein bisschen vernünftiger als wir. Den holen wir uns jetzt noch, den V10 M3. Das ist im Internet ganz bekannt, die Karre. Geil, oder? Ja, ich glaube, so langsam war es jetzt auch nicht. Dafür, dass wir nicht wissen, ob es nass oder trocken ist. Wirklich vertrauen, ne? Läuft wie Sau. Ja, also fährt echt, hat richtig gut Grip. Wir haben ja noch einen Civic Type R. Diesmal in Weiß. Unser Honda kommt gleich auch nochmal auf die Strecke drauf. Dann kannst du heute noch was geben.